löschen muss ich einfach erst noch mal. Machen eine neue. Die bedecken soll. Die fangen wir wieder hier an. Neue Linie hinzufügen. Die soll hier halten. Hier halten. In dem Gebiet auch nochmal halten. Hier halten, hier halten, hier halten, dann geht es hierhin. Die mit. Dann halten wir hier, falls Leute später nochmal nach Freitag geradeaus wollen. Und dann halten wir einmal hier, dann einmal hier, dann einmal hier, hier, hier. Hier, dann geht es hier runter. Da lang. Dann halten wir hier. Hier. Hier zum Rauskommen. Dort. Und dann nochmal hier hinten. Dann wieder hier in. Ups. Auf der Gegenlinie. Dann halten wir hier und schließen die Arbeitsroute wieder ab. So wollte ich sie nennen. Buslinie schwarz. Arbeitsroute 1. Und da das eine Strecke von 231. Eine Strecke von 19 Kilometern ist. Gehen wir auf eine Auslastung von 100%, aber 33. Das ist halt die Frage tags. Ach, eine Tagsüber. Ich verlasse mich einfach so, wie das ist. Und. Decken erstmal den Bedarf an Industrie. Wobei es Sinn machen würde, hier ein paar Gebäude zu platzieren. Überhaupt Strom an? Wahrscheinlich nicht, ne? Na doch. Irgendwie schon? Aber ne, irgendwie nicht schon. Auf jeden Fall kein Wasser und so weiter. Das habe ich natürlich auch wieder vergessen.
hier einen rüber. Lassen, dass der Bedarf da ist, dass die da hinten erst gebaut haben, nur. Nein, lassen wir es mit Invisible. Und platzieren eine standardmäßige, zumindest so lange, wie wir sie brauchen. Hier hinten. Ein Dingsgebäude hin. Dann brauchen wir Feuerwehr. Auch am besten was Großes. Und Polizei auch am besten was Großes. Einfach nur just in case. Ja. Strom und so ist da. Wunderbar. Dieses Gebiet ja jetzt auch mit Self-Sufficient Buildings platzieren. So, wir platzieren müssen, wir brauchen langsam wieder Strom. Auf den Solar. Und 240. Oh, wir haben ja sogar schon alles mittlerweile freigeschaltet, ne? Bringt 480 und AKW bringt 640. 6040. 8000. 1000 für 80. Solarer Abwind hat 2000er Unterhaltskosten. 6400. Solar haben wir hier. Boah. Sollte ja grün sein, ne? Wir sind aktuell nur mit Windkraftanlagen. Das ist halt die Frage, wie viele Windkraftanlagen haben wir? Wie viel kosten die? Es braucht Wasser. Das braucht auch Wasser. Aber deutlich mehr Wasser. Das braucht gar kein Wasser. Produziert aber nur 80. Eine ozeanisch-thermische Konversionsanlage benötigt fucking viel Wasser. Ich
Und ein weiteres Solarkraftwerk. Okay, ein Plus von 30.000. Das ist nett. Ja, das ist sehr nett. Sehr, sehr geil. Das ist ja schon mal gut zu wissen. Das fällt mir aber auch früh auf. Dass hier ein Wasserbedarf bestand. Wir müssen mittlerweile wieder weiter ausbauen. Wie sieht es denn im Farmland aus mittlerweile? Ressourcen. Okay, 10 Hektar haben wir erhöht. Wollte ich denn jetzt machen? Ich hab's vergessen. Ich wollte irgendwas machen. Huh? Ja, das ist sogar ein Aufwind, Sozialturm. Solarturm. Oh. Na gut. Irgendwas machen. Ach, Wasser. Warum mehr Wasser? Natürlich, der Lärm ist extrem hoch. Wir sollten das weiter hier wieder ausbauen. Und die bestehenden Geld. Abreißen, abreißen, abreißen. Ich glaube, das ist so das Gebiet. Ne, wir müssen noch eins abreißen. Und dann nochmal 1, 2, 3. Jetzt bauen wir nochmal 4 hier hin. Und verbinden die alle mit dem Netz. Dann haben wir eine Pumpkapazität mittlerweile von 1,3 Millionen und wir verbrauchen 800.000. Dann bräuchten wir nochmal ein Öko-Auswasser. Trittding. Das können wir hier platzieren und nochmal eins hier. Die wir wiederum mit den Pipelines verbinden. Dann haben wir hier jetzt auch mal den Darf zumindest auf immer eine Million gepackt. Sehr schön. Und gut, was jetzt was das betrifft, die ist natürlich bei null, wenn wir ne? Die bringen halt nur was bei Dings, bei Tageslicht. Puh.
Aber der von Wohnung ist halt echt schon mittlerweile gedeckt. Hey, der Witzka. Vielleicht hier doch ein, hups, ein... Dreispurig, ne? Zweispurig, dreispurig. Doch, dreispurig. Auch. Jetzt muss was anderes hier nochmal. Ne, das wollte ich nicht. Ich wollte das hier nehmen. Das. Hier importieren. Besucher letzte Woche. 62 Touristen. Eieieiei. Dieses Gebiet. Oh, Bodenreichweite 22. Arbeiter 2700 möglich aktuell. Haushalte werden wir dort in diesem Gebiet nicht haben. Ah, wir haben mittlerweile gleich eine Million. Also das, das ist ja schon mal tatsächlich schon mal gut. Ich bin ja schon fast der Meinung. Wir müssen mehr Müll abtransportieren. Wir produzieren mehr, als wir verbrennen können gerade. Die Speicher 15.700, Kapazität 24.000, Müllproduktion 442.000 Einheiten die Woche. Puh. So, und jetzt? Wir sollten mal wieder ein bisschen Plus haben, so. Wäre dann ein Maximum von 500.000. Fuck. Oh, Alter. Boah, sollten wir aber vielleicht auch die Mülldeponie auslasten und dann wieder weniger wegbekommen. Das ist vielleicht auch gar nicht mehr so verkehrt. Aber wie wir sehen ein paar Busse.